richtiges spannendes Finale. Ja. Das wird sicherlich eine Spurtentscheidung geben. Der junge Mann in der Mitte macht Tempo. Oder fühlt sich wohl zwischen den beiden Damen. Das ist am Wilden Eber bei Kilometer 36. Ich gehe mal davon aus, dass Renata Kokoska relativ frühzeitig anziehen wird und es nicht auf einen kurzen Spurt ankommen lassen wird. Aber ein bisschen Zeit hat sie noch, sich das einzurichten. Noch etwa 6 Kilometer. Nehmen. Aber wir wissen ja auch, dass die Portugiesinnen immer ganz gut zu Fuß sind, nicht? Da gab es ja schon mehrere Weltklasse-Läuferinnen. Nun, Rosa Mota ist wohl die erfolgreichste der jetzigen Zeit. Nachfolgerin von Grete Weidt sozusagen. Olympiasiegerin. Aurora Cunha war eine hervorragende 10.000-Meter-Läuferin. Also da gibt es einige, die man nennen müsste. Wir hören, dass Java 8 Sekunden vor Sebe liegen soll. Das würde darauf schließen lassen, dass er doch einem sicheren Sieg entgegenstrebt, dass er sich das Tempo richtig eingeteilt hat. Werden wir sicher gleich die Bilder haben. Wenn er jetzt Dampf macht, kann er noch unter 2:10 bleiben. Bevor wir zur spannenden Schlussphase kommen, noch mal zu Anne Will zum Rathaus Kreuzberg. Wir sind hier zu einem Erste-Hilfe-Posten des Roten Kreuzes gegangen und da ist auch einer, der hier schon erstmal ausgestiegen ist. Was ist Ihnen passiert? Ja, ich bin bei Kilometer 19, habe ich gemerkt, dass ich durch neue Schuhe hier, die ich hier mitgenommen habe und Einlagen, runde Füße bekommen habe. Das sollte man also nicht tun, wenn man mit neuen Schuhen, und habe mir meine beiden kleinen Zehen durchgescheuert. Aber das wussten Sie doch vorher auch, neue Schuhe, das weiß doch jeder, dass man die nicht nehmen soll. Ja, das war richtig. Also ich hatte das als Trainingslauf gesehen und habe gesagt, versuch's es mal mit neuen Schuhen, die ich aber schon einmal angehabt habe. Man hat gesagt, wenn man Einlagen hat, dann geht es. Weil man, wenn man Senkfuß hat, dann zieht der Fuß sowieso an einer Seite immer nach rechts. Und das hat sich heute bewahrheitet. Oder sagen wir, man kann sagen, für mich war es schlecht in dem Fall. Aber Sie wollen weiterlaufen? Ich laufe weiter, ja. Aber etwas ruhiger und werde dieses als Trainingslauf noch unter 4 Stunden kommen. Ich gebe zurück an Gerd Rubenbauer. Ja, und wir fahren mit unserem Motorrad neben David Sebe, dem Zweitplatzierten, her und haben eben den Abstand gestoppt. Er liegt jetzt schon 22 Sekunden, schaut sich jetzt sogar nach hinten um. Denn Dacha, der Marokkaner, ist bis auf 200 Meter an David Sebe herangelaufen. 22 Sekunden beträgt der Abstand von David Sebe auf seinen Landsmann Java. Und Javas Durchgangszeit bei Kilometer 40 war 2:03:37. Und das bedeutet über 2 Minuten und 20 Sekunden langsamer damit als die Durchgangszeit bei Kilometer 40 im letzten Jahr. Deutlich über 2:10, so zeichnet sich das im Moment ab. Also das, was die Trainer, wir haben das genau verstanden vorher, ausbaldobert hatten, in Richtung Jahresweltbestzeit zu laufen, das wird in keinem Falle funktionieren. Also, das ist der Stand mit den ersten drei. Infos für euch, Jochen und Thomas. Ja, danke Gerd. Thomas, das wird er verschmerzen können, dass es keine so tolle Zeit wird, denn er strebt dem Sieg entgegen, begleitet vom Beifall der Zuschauer jetzt auf dem Kurfürstendamm. Und dann eben um die berühmten 30.000 Mark reicher. Richtig. Und 2:10 kann sich auch sehen lassen. Ich bin sicher, er wird schneller sein als 1991. Da liefen sie 2:10:57. Also schon eine der besseren Marathonzeiten. Erstaunlich, dass der Sebe da dann doch am Schluss nicht mehr mitkam. Eigentlich ja doch ein routinierter Mann. Aber das kann bei so einem Marathonlauf ganz schnell passieren, ne? Ja, gut. Er läuft auch nicht schlecht. Er läuft auch 2:11. Und das ist ja eine absolute Weltklassezeit. Aber sein Landsmann wäre eben heute ein bisschen stärker und hat sich das vielleicht etwas besser eingeteilt. Sind wir gespannt, ob vielleicht da dann sogar noch der Marokkaner herankommt oder ob es einen südafrikanischen Doppelsieg gibt. Auf jeden Fall, wir verfolgen jetzt hier die beiden Ersten. Hier sehen wir nochmal David Sebe, den Marathonsieger des Jahres 92. Und das ist wahrscheinlich sein Nachfolger, sein südafrikanischer Landsmann, Celile Java. Hier die Einwendung. Noch etwa ein Kilometer? Ja, schon nicht mehr ganz. 2:07:40. Rechnen wir noch 3 Minuten drauf. Ja, 2:10:45, so in der Größenordnung wird es sein. Auch eine sehr, sehr gute Zeit. Es kann nicht immer eine Weltjahresbestzeit sein. Genau das, und wir haben ja gehört, es war relativ windig auf der Strecke. Die Läufer hatten zwar zu Beginn Rückenwind, aber dann doch oft mit Gegenwind zu kämpfen. Und das wirkt sich natürlich aus bei 2 Stunden. Toll, wie der hier läuft auf den letzten Meter, nicht? Als würde er gerade angefangen haben. Ja, hervorragend. Ästhetik pur. Immer wieder bei den Schwarzafrikanern. Die haben einfach ein bisschen was, was die weißen Läufer nicht so haben. Weiter ganz dicht dran, der Gerd.
Ja, wir sind eben auf rasender Fahrt nach vorne zu Solile Java, der jetzt schon seinen Vorsprung auf etwa 30 Sekunden ausgedehnt hat vor David Zebe. Wir hatten uns eben mal kurz zurückfallen lassen zu David Zebe und den Abstand zu dem Marokkaner Dacha gestoppt. Dacha ist bis auf 15 Sekunden herangelaufen an David Zebe und vorne Java, der einen ganz lockeren, frischen Eindruck macht. Und jetzt sehr viele Zuschauer an der Strecke. 2:08:45 im Moment die Zeit. Und jetzt kommt endlich dieses Marathon-Flair hier auf, von dem sie alle geschwärmt haben. Wenn ich schaue, neben dem Java, dort wo er jetzt nach links seinen Moment geschaut hat, an die 50 bis 60 Radfahrer, die Glocken, sie klingen. Und die klingen ihm in den Ohren, denn das ist die Musik vielleicht auf dem Lauf zum Gewinn dieses Berlin-Marathons. 2:09:10, jetzt die Durchgangszeit für Java. Und die letzten Meter, Thomas und Jochen, die gehören euch. Okay. Und das wird ihm keine Probleme bereiten. Er ist gut drauf, sieht locker aus und wird natürlich von der Welle der Begeisterung getragen, wie uns Gerd sehr anschaulich eben berichtet hat. Ein neuer Mann wird sich also eintragen in die Siegerliste beim Berlin-Marathon 1993. Und wieder wird es ein würdiger Sieger sein und nochmal ein Südafrikaner. Und ich glaube, nicht zum letzten Mal. Hier sehen wir den Marokkaner, der an dritter Position liegt. Jetzt an zweiter Position. Er hat Zebe überholt, gibt keinen südafrikanischen Doppelsieg in diesem Jahr. Zebe war richtig gehend platt. Er ist also zu schnell angelaufen auf den Teilstück zwischen 30 und 35 Kilometer, hat sich abgesetzt, aber musste dann diesem Zwischenspurt Tribut zollen. Jetzt die letzten Meter für Xolile Java, den Südafrikaner. Welche Zeit wird es geben? Sie sehen sie unten eingeblendet. Diesmal über 2:10. Trotzdem noch fantastisch. Und im Hintergrund sehen Sie die klatschenden Berliner, die ihn förmlich über diese letzten Meter tragen. Noch ein kleiner Endspurt. Er sieht die Zeit oben jetzt, er kann das Ziel erkennen, die große Uhr. Die letzten Meter nehmen dann für so einen Läufer kein Ende, ne? Ja, nun in dieser Situation wird er sich freuen. Da fällt es leicht, da ist man auch nicht erschöpft. Man hat gewonnen und für ihn ist es ja eine Art Debüt gewesen. Der erste große Marathon, den er gewonnen hat. Gratulation an den Südafrikaner. 2:10:55, sowas wird es gewesen sein. Ja, unter 2:11, gute Zeit. Hier der zweite, der Marokkaner, Driss Dacha, der sich auch das Rennen sehr, sehr gut eingeteilt hat. Kann man nicht sehen, dass ein Marokkaner beim Berlin-Marathon schon mal ganz vorn war. Mag mich auch irren, aber ich glaube nicht, Thomas. Ne? Nein, aber er setzt die Läufertradition der nordafrikanischen Länder fort. Algerien, Marokko, das sind ja Festungen in dieser Beziehung. Die dominieren die Strecken zwischen 1500, 5000, 10.000 auf der Bahn. Und hier ist auch ein hervorragender Marathonläufer im Ziel. Ein ganz anderer Typ, nicht ein athletischer Typ. Ne? Sehr viel muskulöser. Er war mir eine Gazelle. Richtig. Er scheint etwas mehr europäisches Blut in den Adern zu haben. Auch unter 2:12, ganz deutlich. 2:11:45, sehr gut. Und wo ist unser Freund Zebe geblieben? Da kommt er. Oh, oh. Dritter Platz. Oh, oh. Fast ein bisschen wund gelaufen. Ja, man sieht ihm die Erschöpfung, finde ich, gar nicht so an. Sein Stil hat sich ja nicht so wesentlich geändert. Nur die Schritte sind kleiner und natürlich ist er auch jetzt enttäuscht. Denn wenn man den Sieg so greifbar vor Augen hatte, dann tut das weh. Alfredo Schahanga, jawohl. Der Sieger von 89, auch diesmal wieder unter den Ersten. Und ist zufrieden. Der Mann aus Tansania. 2:12:24, da wird er sich freuen. Er, der hier ohne Zusage von Startgeld angereist ist, hat sich für ihn gelohnt. Er ist wieder zurück auf dem Weg in die Weltspitze. Noch einmal Zebe. Also ich finde, ein bisschen platter läuft das schon, nicht? Als vorhin in den Einblendungen, als er an der Spitze lag. Verständlich, das tut weh, nach 41 Kilometern, 40 Kilometern überholt zu werden. Aber the winner takes it all. Und darum Andreas Witte zu Xolile Java. Bitte. Ja, wir haben den Sieger hier, Xolile Java. Congratulations, Xolile. That was a great surprise. Did you expect to win it all? Really?
to be honest, I was totally not expecting to win this. Because really the field was really, really very, very tough. And I was absolutely not a favorite to win this. Wir haben ihn gefragt, ob er überhaupt damit gerechnet hat. Es war ja doch eine große Überraschung, dass er hier gewonnen hat. Und er sagt, nein, das war überhaupt nicht etwas, was er sich vorgestellt hat. Denn das Feld war doch sehr, sehr stark. Und er hat sich eigentlich nur vorgenommen, mitzulaufen. Did everything work out as you planned it to do? Ist alles so gelaufen, wie Sie sich das vorgestellt haben? Your personal plan on this route? Yeah, I stuck to my plans, because I wanted to stick. You know, and stay back from the pacemakers as long as possible. And in such a way that when the last guy, the 30 kilometers guy, you know, the pacemaker went out, and then it's now that I started to go harder. Also er hat alles so gemacht, wie er sich das vorgestellt hat. Er hat sich gar nicht so sehr an die Tempohasen gehalten, sondern ist sein eigenes Rennen gelaufen. Und als die dann alle draußen waren, da ist er so richtig gekommen. Und da hat er dann auch seinen Landsmann David Zebe überholt. What happened to David? Did you have any contact with him on the route? Yeah, well, David was, he really tried his best, you know, to defend his title. And I don't know whether he was in a very good condition not to defend. But I saw, you know, maybe on the 35th K, he was really coming back to me and said, no, I've got to go harder in such a way to catch up with him. Okay, was ist mit David Zebe passiert, habe ich ihn gefragt. Das ist ja ein Landsmann von ihm aus Südafrika, ein Land mit vielen erstklassigen Langstreckenläufern. Er hat gesehen, dass er offensichtlich nicht ganz in der Form war, hier seinen Titel aus dem letzten Jahr zu verteidigen. Und dann bei 35 Kilometern, dann hat er angegriffen, dann ist er vorbeigezogen. Und er hat seine persönliche Bestzeit verbessert. 2:15, noch was war sie beim Boston-Marathon. Und jetzt 2:10, 58 oder 57, da streiten sich noch die Gelehrten. You improved your personal best. Congratulations and thank you for being here. Dankeschön, dass Thank you very much. I'll be back again next year. Okay, er wird wiederkommen und wir gehen wieder ab. Ja, eine prima Leistung bei den Männern, Thomas. Bei den Frauen, die haben noch etwa 10 Minuten zu laufen. Da hat es ja zuletzt einen Zweikampf gegeben zwischen Renata Kukowska und Albertina Diaz. Und die beiden sieht man nach wie vor Seite an Seite laufen, wirken sehr frisch. Und wenn wir von einer guten Leistung bei den Männern sprachen, hier kann eine noch bessere Zeit herausspringen im Frauenmarathon. Ja, die Zwischenzeiten, die uns unterwegs erreichten, lassen hoffen, dass auch hier eine hervorragende Zeit gelaufen wird. Vielleicht sogar in Relation gesehen noch etwas besser als bei den Männern. Zumal ja hier ein Zweikampf sich über viele Kilometer schon hinzieht und die Läuferinnen sich gegenseitig beflügeln, antreiben. Hier ist noch keine Entscheidung gefallen. Man muss wohl davon ausgehen, dass die Portugiesin die etwas schnellere Sprinterin ist und deshalb warte ich eigentlich dauernd darauf, dass Renata Kukowska ihren Angriff startet. Aber wie gesagt, es sind noch gut 10 Minuten zu laufen für die beiden. Also noch ein bisschen Platz auch für taktische Überlegungen. Hier sehen wir sie auch noch einmal an der Spitze, dort vor den 3 Männern, glaube ich, laufend. Ja, die halten sich jetzt ein bisschen zurück, um hier nicht beeinflussend in diesen Endkampf einzugreifen. Kavaliere. Ja, und Sportsleute, die wissen, dass man jetzt durch ungeschicktes Verhalten auch der einen oder anderen hier in die Quere kommen könnte. Und deshalb bleiben sie zurück und schauen sich das Ganze sozusagen aus der ersten Reihe an. Man könnte es auch noch positiver sagen, lassen sich vielleicht auch ein bisschen ziehen von den Damen, die vielleicht stärker einzuschätzen sind als die Männer da in ihrer Begleitung. Ja, diese beiden Damen sind wirklich hervorragend trainiert. 2,5 Stunden für so einen Marathon ist auch unter Männern eine ganz respektable Zeit. Dafür muss man schon viele Jahre hart arbeiten, um das zu erreichen. Wunderbar auch, dass Marathon der Frauen inzwischen ja auch international bei den Wettbewerben eine Riesenbedeutung hat, ne? Richtig. Wenn man daran erinnert, dass noch bei der Olympiade in München 1972 die längste Frauenstrecke die 1500 Meter waren, da hat sich doch eine ganz unglaubliche Entwicklung eingestellt. Und ich glaube, die Breitenbewegung, die Dauerlaufbewegung unter den Frauen ist eben viel zahlreicher, viel stärker, als es diese 10% Läufer hier beim Berlin-Marathon uns glauben machen. Die Masse des Feldes immer noch in Kreuzberg, wo schon ein bisschen gewischt wird und wo viele Läufer noch eine sehr, sehr lange Strecke bis ins Ziel haben. Aber ich glaube, die meisten werden es wie in jedem Jahr schaffen. Wir haben es vorhin angesprochen, da wird ein kleines Päuschen, ein kleines Schwätzchen mal gemacht, wird mal tief durchgeatmet
und dann geht's wieder weiter. Genauso ist es richtig. Es gibt auch hier natürlich hervorragende Stellen, an denen man sich behandeln lassen kann. Masseure sind im Einsatz und pflegen die schmerzenden Muskeln, sodass auch so nach einer Pause, die unterwegs vielleicht mal zwangsläufig eingelegt werden muss, der Lauf fortgesetzt werden kann. Auch hier hat der Organisator wieder hervorragende Arbeit geleistet und dafür gesorgt, dass Soforthilfe geleistet wird. Und jetzt gehen wir wieder ein paar Kilometer nach vorn. Wir gehen wieder zum Wilden Eber, zu Kilometer 36. Und unser rasender Reporter, der Hajo Seppelt, der hat schon das Mikro wieder an den Mund genommen. Ich habe das Mikro an den Mund genommen, Sportschuhe habe ich an. Und deswegen versuche ich jetzt einfach mal bei den ziemlich Schnellen hier ein bisschen mitzulaufen. Schließe mich einfach mal an und versuche mal zu fragen, wie denn das Werte befinden. Das darf ich Sie ganz kurz fragen. Läuft es denn gut bei Ihnen? Kommen Sie gut durch? Ja, 130. Wunderbar. Was sagen Sie zu den Zuschauern hier? Am Wilden Eber ist eine Menge los. Ja, das ist schön. Und glauben Sie, dass Sie noch erhebliche Probleme haben werden bis zum Ziel? Nein, bis jetzt nicht. Okay, wir müssen gleich zurückgeben, zurück ins Studio. Nur die jungen Leute kommen ganz schön aus der Puste. Die Frauen wollen wir jetzt wieder weiter verfolgen. Und da tut sich was, oder? Es sieht so aus. Renata Kukowska. Erst habe sie ihren Sport angezogen, so wie wir das erwartet haben. Hat sich jetzt 20 Meter von Albertina Diaz abgesetzt, da knapp 2 Stunden 20 gelaufen sind, also noch rund 10 Minuten, also noch rund 2, 2,5, knapp 3 Kilometer vor ihr liegen. Sie hat also rechtzeitig angezogen und jetzt kommt es halt für sie darauf an, dieses Tempo beizubehalten, um sich auch ein wenig von Albertina Diaz zu lösen, um ihre Gegnerin ein bisschen zu demoralisieren. Die hingegen wird versuchen, diese Schwächephase zu überwinden und sich langsam wieder ranzuarbeiten. Aber Kukowska sieht gut aus. Das demoralisiert auch ein bisschen, nicht? Wenn da jemand einen Spurt anzieht und man muss abreißen lassen. Selbstverständlich, das demoralisiert. Man wird natürlich in dem Moment versuchen, dran zu bleiben. Das ist ihr nicht gelungen. Und der Abstand scheint sich doch stark zu vergrößern. Ja, sie sieht auch nicht mehr frisch aus. Man sieht es am Laufstil direkt. Noch etwa 5 Minuten, dann werden die Frauen im Ziel sein. Albertina Diaz, die Portugiesin hier wieder. Ja, es scheint so, als würde Renata Kukowska nach 1988 und 1991 zum dritten Mal den Berlin-Marathon gewinnen können. Die Frauen jetzt auf dem Kuder. Albertina Diaz ist eigentlich eine Bahnläuferin. Sie läuft vorwiegend 10.000 Meter Strecken, wurde dort bei der Weltmeisterschaft in Stuttgart siebte in hervorragenden 31 Minuten 33 Sekunden. Für sie ist es ja, wir wollen das nochmal erwähnen, ein Debüt und bei diesem Marathon-Debüt gleich in der Spitze dabei zu sein und hier voraussichtlich Zweite zu werden, ist eine ganz hervorragende Leistung. Renata Kukowska an der Spitze, schade, dass Uta Pippich nicht dabei ist. Ja, wir haben vorhin angesprochen, man kann sich immer nur auf eine begrenzte Anzahl von Dingen konzentrieren und Uta Pippich wollte gerne bei der Weltmeisterschaft in Stuttgart dabei sein und dort 10.000 Meter laufen, das hat sie getan. Also ich denke, diese junge Frau wird nachher genauso jubeln wie Uta Pippich im vergangenen Jahr. Für sie sicherlich, obwohl sie schon mehrfach hier an der Spitze war, so ein Sieg keine Selbstverständlichkeit, denn dahinter steckt härteste Arbeit. Richtig. Also auch professionelles Athletentum hier, auch wenn natürlich die Möglichkeiten, davon seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, nicht so sind, sagen wir, wie beim Fußball-Bundesligaspieler. Aber Renata Kukowska betreibt das seit Jahren erfolgreich. Sie gehört seit 6, 7 Jahren zur Weltspitze im Langstreckenlauf und hat ihre Klasse wieder einmal deutlich unter Beweis gestellt. Wenn ich vorhin sagte, junge Frau, so ganz jung ist sie nicht, man darf das bei ihr sagen, 34 Jahre. Aber ja eben, wir haben es ja auch bei den Männern angesprochen, dennoch nach wie vor im besten Marathonalter. Allerdings, Konrad Dobler ist ja noch ein paar Jahre älter, der Olympiasieger von Los Angeles 1984. Albertina Diaz ist übrigens 6 Jahre jünger, 28. Wir sagten vorhin Cross-Weltmeisterin, 7. der Weltmeisterschaften von Stuttgart über 10.000 Meter. Sie hat also noch ein paar Marathonjahre vor sich sozusagen, wird sicherlich wiederkommen und diesem erfolgreichen Debüt ein weiteres gutes Rennen folgen lassen. Glaubst du, sie wird sich jetzt auf Marathon spezialisieren? Das kann ich nicht sagen. So genau kenne ich ihren Trainingsplan oder ihre Zielvorgaben nicht, aber sie ist ja im Bereich des Bahnlaufes, 10.000 Meter Läufe, 3.000 Meter Läufe, schon eine erfolgreiche Läuferin, ist auch auf der Crossstrecke erfolgreich gewesen und wird jetzt sicherlich auch mal die Gelegenheit wahrnehmen,
diese längere Strecke zu bewältigen. Diese tollen, hervorragenden Wettkämpfe gibt es natürlich nicht überall und schon gar nicht im Bereich der Crossläufe. Insofern ist es für alle Läufer reizvoll, mal vor, na, sagen wir mal, 1 Million Zuschauer zu laufen. Besonders aber für diese Herren und Damen da hinten. Und die Anne hört uns wieder. Ja, ich habe mir eine der Frauen gegriffen, der wenigen Frauen. Wie geht es Ihnen jetzt hier auf der Hälfte der Strecke? Okay, also ich finde es spannend. Also ich hoffe, dass ich gut durchhalte und ich freue mich, dass ich wieder in Berlin dabei sein kann. Und die Stimmung von dem Publikum ist ausgezeichnet und ich finde es super. Kriegen Sie das denn mit? Sie laufen langsam genug, um alles mitzubekommen. Doch, ich kriege das gut mit. Also ich stimme das so richtig euphorisch auf und dann gibt sie das sofort wieder auf. Also ich finde es super. Alles Gute noch, ja, weiterhin. Ciao. Danke. Ja, man sieht es, die Läuferinnen und Läufer bester Laune, wenn sie so vorbereitet sind, wie natürlich diese Spitzenathleten. Ganz, das kann man nicht erwarten, aber da haben wir auch einen ganz anderen Anspruch. Aber die ist bestimmt auch bester Laune, Renata Kokoska. Nicht mehr weit für sie, 2:24:30 haben wir jetzt, vielleicht noch 1 Kilometer bis zum Ziel. Das ist alles auch auf dem Kurfürstendamm und wieder huschen im Hintergrund die Zuschauermauern vorbei. Schön, dass das Wetter einigermaßen gehalten hat. Ist doch ganz wichtig. Ich kann mich entsinnen, vor ein paar Jahren. War das dein Marathon, als es so in Strömen geregnet hat? Das war ein Jahr vorher. Ich hatte dann Glück, das war sehr mild und warm, als ich das erste Mal lief, 1989. Hier sehen wir die Kilometer und die Zeit dazu. Sie hat also noch etwa einen halben Kilometer zurückzulegen. Das heißt, die Endzeit wird in der Größenordnung von 2:27. Und 2:27:36 ist ihre beste Zeit. Richtig. Also, die kann sie verbessern. Sie könnte Bestzeit laufen. Ich glaube auch, sie schafft es. Könnte unter 2:27 bleiben. Das wäre eine ganz tolle Sache für sie. Und für Berlin. Also Bestzeit wird das alle Male. Und das, was bisher die Gegner, die Gegnerinnen besorgt haben, Renata anzufeuern, das tun jetzt die Zuschauer hier auf dem Kurfürstendamm, die eng spalier stehen. Und was Sie nicht sehen können, Albertina Diaz liegt etwa 20 Sekunden zurück. Deshalb können wir uns ganz auf Renata Kokoska konzentrieren, die für mich genauso vom Laufstil wirkt, wie vorhin wir das bei den Männern gesehen haben. Unheimliche Harmonie, gute Koordination, also austrainiert. Richtig. Marathonlauf ist eine Kreislaufbelastung, Stoffwechselbelastung. Aber der Bewegungsablauf gehört auch dazu, die Biomechanik. Man sieht, dass die Spitzenathleten im Marathonlauf auch hervorragend koordiniert sind, einen wunderbaren Laufstil haben. Das sehen wir auch bei Renata Kokoska hier. Die Bestzeit laufen wird. Die gewinnt mit Bestzeit. 2:26:21. Da hat sie ihre Bestzeit um deutlich über 1 Minute gesteigert. 1 Minute und 15 Sekunden besser als bisher. Also, Kompliment an die Polen. Prima, Renata Kokoska. Und genauso Glückwunsch auch an Albertina Diaz, die als Zweite gleich reinkommen wird. Diesmal nicht wie bei der Weltmeisterschaft in Stuttgart nur Siebte, sondern Zweite hier beim Berlin-Marathon. Und das gilt auch was. Also die Portugiesin an zweiter Stelle hinter Renata Kokoska. Bilder vom Ziel. Im Hintergrund sehen Sie im Anschnitt die Gedächtniskirche. Renata Kokoska hat sich damit in der Weltbestenliste an die 7., 8. Stelle gesetzt. Und vor ihr ist außer einer Russin sind nur Athletinnen aus China. Wir haben über diese Problematik schon einmal gesprochen. Also sie ist die zweitbeste Europäerin in diesem Jahr. Besser als all die klangvollen Namen, die sich bisher auf dieser Marathonstrecke in den Vordergrund geschoben haben. Diese Leistung wird Schlagzeilen machen. 2:26:21. Ganz sicher. Das alles hier auf den letzten Metern. Die nach wie vor besten Männer, die Tausendschaften der Breitensportler, die kommen viel, viel, viel später. Was wir natürlich auch erwähnen sollten, das ist Streckenrekord. Und das wird sich für Renata Kokoska auch in barer Münze auszahlen. Wie ist die Weltrekordzeit? Die Weltrekordzeit ist 2:21 von Ingrid Christiansen, 5 Minuten besser. Aber der bisherige Streckenrekord
lag bei 2:27:36. Den hat Renata Senne nämlich selber 1981 aufgestellt, 1991 aufgestellt. Entschuldige, Thomas, der Andreas hat Renata Kukowska am Ziel. Das ist Renata Kukowska, eine strahlende Siegerin, einmal mehr bei den Frauen, zum dritten Mal hat sie gewonnen. Das ist Pavel, er ist Pole, wohnt in Berlin und wird uns ein bisschen bei der Übersetzung helfen. War das der schönste Sieg für Sie heute, weil ja auch eine neue Rekordzeit dabei heraussprang? Gibt's noch Impressionen? Ja, das war ihr glücklichster Tag heute und sie hat 2 Jahre darauf gewartet. Sie ist ja schon 34 Jahre alt, mit allem Respekt sage ich das natürlich bei einer Dame, aber sie wird im Alter immer besser. Pani jest już 34 lata ma pani i po prostu jak pani to jakby powiedzieć Tak i mam nadzieję, że mam jeszcze kilka lat przed sobą biegania. Sie sagte, dass sie will noch weiterhin laufen, also auch wenn sie älter wird. Das ist der najlepszy wiek do maratonu. Sie glaubt, dass das beste Alter ist dafür. 2:26:21, die Zeit wird mir hier nochmal hingehalten. Wirklich eine hervorragende Zeit. Herzlichen Glückwunsch nochmal an Renata Kukowska. Vielen Dank, Pavel, fürs Übersetzen und wir gehen wieder ab. Ja, das also nochmal die Bilder vom Ziel. Thomas Wessinger, wir kommen jetzt zum Ende dieser Sendung hier in ARD Sport Extra. Ich glaube, uns hat es wieder unheimlich Spaß gemacht, war wieder ein tolles Flair hier an der Strecke. Vielen Dank, dass du dabei warst und uns fachkundig geholfen hast. Auch vielen Dank an alle Kollegen an der Strecke. Ich sagte vorhin schon, eine Mammutleistung, auch so eine Marathon-Distanz ins Bild zu setzen. Ich hoffe, wir haben Sie gut unterhalten. Glückwunsch den Siegern. Meine Damen und Herren, das war unsere Berichterstattung vom Berlin-Marathon 1993. Tschüss, bis bald, auf Wiedersehen. Unanständige. Ich meine als Schatz. Kehrt zu einer der vor. Hast du Phil geliebt? Texte. Also. Fast dich. Trista Set am Tisch. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hoffentlich haben Sie schon vorhin in der ARD unsere Übertragung gesehen vom Berlin-Marathon 1993. Die ist vor genau 30 Sekunden zu Ende gegangen. Wir haben einen kleinen Dekorationswechsel im Hintergrund gemacht, damit Sie wissen, Sie sind jetzt in B1, hoffentlich Ihrem Programm. Thomas Wessinghagen nach wie vor bei uns, früherer Weltklasse-Läufer. Er hat mit uns das Geschehen an der Strecke kommentiert. Europameister war er im Jahre 82, inzwischen Orthopäde in der Nähe von Hamburg. Ja, die besten Läufer und Läuferinnen sind durchs Ziel gegangen. Es hat bei den Frauen eine absolute Weltklasseleistung, Thomas Wessinghage, gegeben und bei den Männern eine sehr respektable Leistung. Fangen wir mit den Frauen an. Die Vorjahresvierte, Renata Kukowska, hat jetzt gewonnen, hat ihren eigenen Streckenrekord verbessert um 1 Minute 20 Sekunden etwa, hat ein hervorragendes taktisches Rennen gelaufen, sich rechtzeitig von ihrer schärfsten Konkurrentin Albertina Dias aus Portugal abgesetzt und sich in dem, Sie sagen es mit Verlaub und in Anführungsstrichen, schon etwas höheren Alter von 34 Jahren ein hervorragendes Geschenk bereitet. Und bei den Männern, da war es wieder ein Südafrikaner, aber nicht der, der eigentlich der Favorit war und der Vorjahrssieger, der gewonnen hat. David Zebe wurde nur Dritter, hatte zwischendurch das Heft in die Hand genommen und es sah eigentlich so aus, als würde er das Rennen nach Hause laufen, aber dann auf den letzten Kilometern wurde er schwächer und sein Landsmann Solile Java übernahm für ihn und führte das Rennen zu einem erneuten südafrikanischen Triumph. Die Zeit etwas schlechter, ich glaube genau die gleiche Zeit wie im Jahre 1991, als David Brace gewann. Zweiter wurde ein Marokkaner, der Chris Dacha, richtig,
der durch einen hervorragenden Endspurt Zebe noch überholte und der wurde dann Dritter. Jetzt frage ich den Arzt Thomas Wessinghage. Hier sieht man, dass ein Läufer gewaltige Schwierigkeiten im Ziel hat. Kannst du da eine Ferndiagnose geben? Kann ich nicht. Ich würde ihm raten, aufzuhören. Nein, das sieht man natürlich immer wieder und das sind die Bilder, die man nicht so gerne haben. Da ist, glaube ich, der Ehrgeiz etwas zu hoch und ein solcher Läufer muss auch, selbst wenn es kurz vor dem Ziel ist, den Mut haben zu sagen, ich höre auf, ich gebe auf und versuche es ein nächstes Mal. Er scheint offensichtlich starke Schmerzen, vielleicht an den Füßen zu haben. Das ist immerhin im Ziel, ne? Er hat es geschafft, richtig, aber wir freuen uns eigentlich viel mehr über diejenigen, die es in einigermaßen guter Form ins Ziel schaffen, beziehungsweise über diejenigen, die manns genug sind zu sagen, also heute war es nicht mein Tag und ich versuche es im nächsten Jahr wieder. Wir haben es ja in der ARD-Sendung mehrfach angesprochen, der Trainingszustand der Athletinnen und Athleten hat sich im Laufe der Jahre immer mehr verbessert. Es werden hier eigentlich die Unvernünftigen, Gott sei Dank, rarer. Und das ist ganz wichtig, dass da nicht eine Massenmarathon-Hysterie etwa ausbricht. Genau das wollen wir nicht. Genau, wir sehen hier Vernünftige am Rathaus Kreuzberg, die sich verpflegen, die die Sache langsam angehen lassen, die ein Päuschen einlegen, die zwischendurch mal gehen, sich unterhalten. Das ist auch ein ganz guter Gradmesser, wenn man das noch einigermaßen gut kann. Dann überzieht man sicherlich nicht. Das da vorne sieht aus wie ein Ehepaar. Die lassen sich Zeit und verleben einen schönen Vormittag in Berlin. Partnerlook, du bist mitgelaufen 1989 und 1990. Rückblickend, was waren das für Erinnerungen? 1989 war ein fantastisches Erlebnis. Der erste Marathon noch auf der alten Strecke, vorbei an geöffneten Kirchentoren, Musik. Die Bands auf der Strecke, ich bin sehr, sehr vorsichtig gelaufen, konnte mir also die ganze Atmosphäre aus erster Hand anschauen, das war fantastisch. Im Jahr drauf wollte ich mal eine bessere Zeit laufen, bin dann etwas zu schnell losgelaufen, zumal es der Wiedervereinigungsmarathon war und wir alle ja, unter einer ganz besonderen Euphorie standen. Hinterher wurde es umso schwerer, die letzten 10 Kilometer, aber auch der ging gut zu Ende und wenn ich nicht hier beschäftigt wäre, wäre ich sicherlich da unten. Was macht eigentlich den Berlin-Marathon aus? Warum kommen da immer wieder so gern die Leute aus diesmal wieder 70 Ländern nach Berlin? Denn man weiß, dass eigentlich es woanders mehr Preisgelder gibt. Leider, die Professionalisierung geht ja durch alle Sportarten. Man kann das Rad sicher auch nicht mehr zurückdrehen. Aber was macht den Berlin-Marathon aus? Also die Preisgelder sicherlich nicht. Die interessieren ohnehin nur eine Handvoll Spitzenathleten. Die Atmosphäre an der Strecke, die macht es aus. Und wenn man vergleichbare Marathonläufe betrachtet, dann hat man doch immer das Gefühl, dass die Atmosphäre von Berlin fast unübertroffen ist. Vielleicht noch von New York erreicht wird, möglicherweise London, aber dann war es das auch schon. In Berlin ist ja die ganze Strecke von begeisterungsfähigen Zuschauern gesäumt, die das jedes Jahr zu einem Volksfest machen. Dann gehört natürlich dazu, dass hier 17.000 immer wieder an den Start gehen, dass also ein riesiges Feld da ist. Ein Feld, das es jedem, ob er nun 3, 4 oder 5 Stunden unterwegs ist, die Möglichkeit gibt, in der Gruppe zu laufen, Gleichgesinnte zu finden. Die hervorragende Organisation müssen wir auf jeden Fall erwähnen. Das Team um Christoph Kopp leistet da wahrhaft Olympisches, könnte man sagen. Ein wenig wehmütig, weil es halt doch nicht zum Olympiamarathon gereicht hat. Der wird es zunächst mal nicht werden. Aber die wären sicherlich für eine solche Großveranstaltung hervorragend gerüstet. Unser bester Tänzer am heutigen Tag ist Tayo Seppelt am Wildneber. Jochen, ich kann kaum mein eigenes Wort verstehen. Ich muss ganz, ganz laut sprechen, damit überhaupt etwas über den Sender geht, denke ich mal. Ich bin genau vor der Samba-Truppe aus Detmold, die zum 7. Mal beim Berlin-Marathon dabei ist, meine Damen und Herren. Und diese Samba-Truppe, die steht eigentlich, man könnte sagen, als Synonym für den Berlin-Marathon schlechthin. Denn Samba ist Musik, Samba ist Rhythmus und Rhythmus, den braucht man auch beim Berlin-Marathon. Die Stimmung hier ist grandios. Warten Sie eigentlich auch, darf ich ganz kurz fragen, warten Sie auf einen Bekannten, auf einen Läufer wie einen Ehemann oder so? Warte ich nicht, nein. Brauchen Sie gar nicht, die Stimmung ist doch so prägig, Sie kommen auch so. Wunderbar. Wunderbar, vielen Dank. Darf ich Sie ganz kurz fragen, warten Sie vielleicht gerade auf Ihren Ehemann, Ihren Freund oder so? Freund. Auf Ihren Freund? Ja. Wann muss er kommen? Der muss kurz nach 12 kommen. Kurz nach 12. Ist er gut in der Zeit bisher? Was ja, wissen Sie? Ja. Waren Sie schon woanders an der Strecke? Ja, ich war in Steglitz noch kurz. In Steglitz, wunderbar. Dann wollen wir hoffen, dass er bald kommt. Ich guck mal auf die Uhr. Also noch 20 Minuten, ja. Dann ist es soweit. Vielen Dank. Zurück ein, zwei ins Studio. Ja, Thomas, kurz nach 12, das würde heißen, gut 3 Stunden. Das ist super. Ich glaube, so
für einen Freizeitläufer sollte irgendwann mal so die ganz große Maxime, das ganz große Ziel sein, so der Kilometer in 5 Minuten, das wäre eine 3:30er-Zeit, ne? Ja, ich würde mich nicht so sehr an den Zeiten orientieren, denn das hängt doch von vielen Faktoren ab, sagen wir allein vom Alter, von der Zahl der Trainingsjahre. Und ob man diesen Marathon nun in 3,5 Stunden, in 4 Stunden, in 4,5 Stunden bewältigt, ist eigentlich in diesem Bereich zweitrangig. Wichtig ist, dass man es schafft, dass man sich seine eigenen erreichbaren Ziele setzt, dafür arbeitet und sie dann möglicherweise in die Tat umsetzt. Aus medizinischer Sicht ist das Wichtige eigentlich das Training für diesen Marathonlauf, welches Herz- und Kreislaufsystem stärkt, die Abwehrkräfte erhöhen kann und viele, viele andere, fast unzählige positive Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Ja, und weil du gerade angesprochen hast, diejenigen, die es nicht so eilig haben, die mir auch sehr sympathisch sind, die sind jetzt noch, während wir hier Bilder vom Ziel sehen, die sind noch in Kreuzberg am Rathaus und da ist Anne Will. Hallo Anne. Auch das gehört zu dem Berlin-Marathon. Diese Aktion hier, was wir hier sehen, das gehört zum Kinderhilfswerk. Ihr sammelt Geld fürs Kinderhilfswerk. Es wird dann einem Wasserwerk in Uganda zugutekommen, ja? Ja, das ist richtig. Also ich bin zweimal in Afrika gewesen, in Kampala. Und dort geben wir das Geld hin für Wasserpumpen, speziell in den Regionen Ugandas. Bettina Wegner, die Liedermacherin, Sie unterstützen das Projekt. Warum? Ich finde es bewundernswert erstmal, dass er die Kraft für so eine Geschichte aufbringt. Uns geht es hier sehr gut, auch wenn es uns manchmal schlecht geht. Also ich finde es wahnsinnig wichtig, solche Projekte zu machen. Kraft aufbringen, Bernd Schulz-Christen, heißt, Sie sind bis hierhin gelaufen. Es ist nicht so, dass Sie jetzt hier einfach mal hingesprungen werden. Nee, es ist schon richtig. Wir mussten ganz hinten starten. Es war schwer, hinten durchzukommen. Und von daher sind wir ein bisschen spät dran. Aber wir müssen dann auch sehen, dass wir Zeit haben zum Sammeln. Also es ist schwer für meine Helfer und ich bedanke mich für allen, die mitmachen. Sagen Sie mal kurz, wie viele Helfer sind das und wie machen die das? Also wir haben hier 8 Radfahrer eingesetzt, einen Radfahrer, der uns ankündigt. Und dann habe ich noch 20 Läufer, die zusätzlich einsammeln. Und an der Strecke stehen auch noch welche, also wir sind ein Team von 80 Mann. Und überall, wo Sie vorbeikommen, da soll Geld reingeworfen werden. Das gehen wir von hier aus noch mal weiter und damit zurück. Ja, und wir sehen im Hintergrund, Thomas, Bilder dieser Stadt von unserem Helikopter, von unserem Hubschrauber 3. Die ganze Sache ja auch so ein bisschen Sightseeing. Und ich denke, das ist auch ein Motiv für viele Läufer, nicht nur direkt zu dem Lauf zu kommen, sondern auch ein bisschen was von Berlin mitzubekommen. Ne? Natürlich. Für die Läufer, für die Zuschauer ein großes Volksfest unter dem Oberbegriff Sport, sportliches Verhalten zueinander. Was dieser Sportler, der Bernd Schulz-Christen, den wir gerade gesehen haben, tut seit Jahren immer wieder beim Marathon für Projekte in der dritten Welt, ist wirklich ganz erstaunlich und verdient unsere Beachtung. Und das ist ja nur einer, der jetzt hier symptomatisch für viele andere steht. Das ist einfach eine Veranstaltung, die einen Stellenwert erreicht hat, finde ich, der so hoch ist, dass die Stadt nicht mehr ohne ihn auskommt. Das ist ein fester Bestandteil von Berlin, dieser Marathon. Jetzt musst du wieder kommentieren. Jetzt haben wir wunderbare Bilder über die Stadt. Ich kann das als Zugereister nicht so gut identifizieren. Aber ich bin immer froh, wenn gerade diejenigen, die sonst nicht in der Stadt leben, wenn die sich positiv über Berlin äußern. Das macht uns dann immer ganz besonders stolz. Dieter Gruschwitz, der Redakteur und Realisator dieser Sendung, der die ganze Vorbereitung gemacht hat, hat mir gerade noch mal die Zeiten genannt. Thomas, 2:10:57 ist die Siegerzeit für den Südafrikaner. Solile Java, das ist exakt die gleiche Zeit, die Steve Brace 1991 gelaufen hat. Der zweite 2:11:43, der Marokkaner. Auch das noch eine gute Zeit, wenn auch nicht so überragend, wie wir das im letzten Jahr zum Beispiel erlebt haben. Also wenn wir das einordnen in die Jahresweltbestenliste, dann liegt der Solile Java auf dem gleichen Platz wie der 8. und 9. der Äthiopier Wolasche und Richard Niruka aus Großbritannien, der mit eben dieser Zeit in diesem Jahr den Hamburg-Marathon gewann. Und mit 2:11 liegt man auch noch unter den ersten 25. Ja, und David Zebe, der Vorjahrssieger, diesmal an dritter Stelle. Wir gehen zu Andreas Witte am Ziel. Ja, und hier bei mir steht Christoph Kopp, der sportliche Leiter der Veranstaltung. So ein Marathon, da sind wir uns alle einig, ist natürlich erst dann gut über die Bühne gebracht, wenn alle, die letzte Frau, der letzte Mann, je nachdem, wen es trifft, im Ziel sind. Aber es ist vielleicht doch schon Zeit, ein kleines sportliches Fazit zu ziehen. Christoph Kopp, Sie sind, wie gesagt, der sportliche Leiter. Es hat eine Streckenrekordverbesserung gegeben bei den Frauen, einen Weltrekord bei den Rollis und eine nicht so schlechte Siegerzeit. Wie sehen Sie es?
Ja, darum sind wir ganz zufrieden, das ist logisch. Die Frauen haben natürlich das Glück gehabt, in Anführungszeichen, von den Männern etwas umgeben, nicht den ganzen Wind abzubekommen. Und ich denke, das ist in der Hauptsache der Grund gewesen, weshalb die Siegerzeit bei den Männern nicht unter 2:10 am Ende war. Die Zwischenzeiten waren eigentlich schon noch Richtung Jahresweltbestzeit, 2:09:25. Aber wie gesagt, der Wind auf der zweiten Streckenhälfte war zu stark. Und insofern die 2:10:57. Ein hervorragender Sieger, seinem zweiten Marathon, Xolile Yawa aus Südafrika. Also sportlich hervorragendes Ergebnis. Es wird ja wohl doch jedes Jahr schwer, ein sportliches Topfeld zusammenzustellen. In diesem Jahr ganz besonders, weil ein Sponsor vorher abgesprungen ist. War es besonders schwierig für Sie in diesem Jahr? Sicher, wir hätten noch mehr Fingerspitzengefühl haben müssen, die richtigen Athleten zu verpflichten. Ich denke, es ist uns gelungen. Budget war kleiner, aber wir haben nach wie vor, das eigentlich jedes Jahr, großes Interesse von den internationalen Spitzenläufern, weil sie nach Berlin kommen wollen. Sie wissen, hier können sie ihre Bestzeiten verbessern und das ist unser Glück. Und da freuen wir uns natürlich darüber, dass es auch den meisten immer gelingt. Diese Tempohasengeschichte möchte ich doch noch mal ansprechen. Das ist ja vielleicht nicht ganz so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Da waren noch einige dabei, die haben vorne ganz schön die Pace gemacht, die eigentlich als Tempohasen gar nicht vorgesehen waren. Und dann gibt es so einen Mann wie David Zebe zum Beispiel, der orientiert sich überhaupt nicht an dieser blauen Ideallinie. Ja, David Zebe ist ein paar Mal weggelaufen, das ist richtig. Aber die anderen haben sich eigentlich schon dran gehalten. Und auch die von uns eingesetzten richtigen Tempomacher haben bis Halbzeit und auch dann bis Kilometer 30, der Lamy Gaguta, sehr gute Arbeit geleistet. Es waren ein paar dabei, die wir nicht so vorgesehen hatten. Aber die sind auch schnell dann weg gewesen. Und die richtigen Tempoläufer waren bei den richtigen Leuten. Insofern denke ich, war auch die Arbeit als positiv zu bewerten. Ne? Der 20. ist noch nicht ganz vorbei, aber wie gesagt, wir haben schon ein kleines sportliches Fazit gezogen. Wird es für Sie auch den 21. geben und für Ihr Team? Ich denke ja, wir arbeiten schon dran. Okay, danke schön, Christoph Kopp, und weiter geht's mit Jochen und Thomas im Studio. Ja, wir sehen im Hintergrund Bilder der Masse aus Kreuzberg. Die Rollstuhlfahrer, die sind längst im Ziel. Die sind ein bisschen vor den, wie die Rollstuhlfahrer sagen, Fußgängern gestartet. Und da, Andreas Witte hat es kurz angesprochen, gab es sogar einen Weltrekord durch Heinz Frey, ein guter alter Bekannter der Schweizer hier in der Stadt. Ja, er sagte im Interview, das sei so ein bisschen sein Marathon. Und da hat er völlig recht. Er hat ihn schon zum 6. Mal, glaube ich, jetzt gewonnen und hat sich immer verbessert. 1:27:16 ist er jetzt gefahren, eine fantastische Zeit. Dazu die hervorragenden Geräte, die man gesehen hat, sein Rollstuhl, ein Formel-1-Gerät verglichen mit den normalen Rollstühlen. Also diese Profis haben auch hier ihren festen Bestandteil in der Veranstaltung. Anne Will in Kreuzberg, bitte. Ja, ich habe hier die Letzten aufgegabelt. Vielleicht sind nicht ganz die Letzten. Hier wird aufgeräumt, hier werden die ganzen Becher zusammengefegt. Und jetzt ist es auch viel bequemer geworden als vorhin noch, als ich laufen musste. Jetzt kann ich gehen. Trotzdem haben sie mir gerade gesagt, ich soll mich beeilen, weil sie wollen in der Zeit bleiben. Ja, sie geht sonst laufen, sonst kommen wir ja hinten nicht an. Sie laufen jetzt noch mal los oder was machen Sie jetzt? Wir laufen durch, klar. Ja? Ja, selbstverständlich. Welche Zeit haben Sie sich vorgenommen? Ja, unter 5. Unter 5 Stunden? Ja. Und wie meinen Sie, liegen Sie im Rennen? Klappt es? Ja, ich denke schon. Warum haben Sie denn jetzt aufgehört zu laufen und gehen jetzt? Kleine Pause eingelegt. Immer hier, immer 43? Ja, ja, klar. Ist ja gut Halbzeit, ne? Okay. Danke, ich gebe zurück. Und ich bin sicher, Thomas, der kommt an. Das bin ich auch. Ob er es nun schafft, bevor ihn der Besenwagen einsammelt, das muss man abwarten. Aber er macht das sicherlich richtig. Er übernimmt sich nicht, hat Spaß dabei. Alles mit einer gewissen Bierruhe, in Anführungsstrichen, das ist auch in Ordnung. Diejenigen, die bei Hajo Seppel sind, die haben es fast geschafft. Die haben nur noch 6 Kilometer. Hajo. Ja, 6-7 Kilometer noch am Wilden Eber im Grunewald. Man könnte sagen, im Grunewald ist Rush Hour, denn inzwischen ist die große Masse der Läufer da. Einige haben ein bisschen Schwierigkeiten inzwischen schon. Da sieht es nicht mehr ganz so locker aus. Andere haben sich das Rennen ein bisschen besser eingeteilt. Und wir sehen, und Sie können es jetzt auch sehen, hier gibt es noch ein paar, die tragen die gelben Olympiaflaggen dabei. Ich glaube, Sie haben nicht mehr im Kopf, dass die Olympiaentscheidung längst gefallen ist, oder? Ja, richtig. Wir sind aber die Optimisten für 2004. Aha, Sie meinen also, Berlin sollte sich noch mal bewerben für 2004? Ja, doch, ja. Man hat sowieso, wenn ich Sie ganz kurz fragen darf, den Eindruck, das hier ist richtige Olympia-Atmosphäre. Wenn es das während der Olympia-Kandidatur gegeben hätte, dann hätte es für Berlin möglicherweise auch in Monte Carlo besser ausgesehen, oder? Ja, bestimmt. Aber wie das Leben nur so spielt, nicht, dass man Pech hat. Vielleicht kann man das auf der Fahne hier sehen. Das ist nicht nur das gelbe Bärchengesicht, da steht auch CM drauf.
und CM, da habe ich mich aufklären lassen. Das heißt Club der Mittelalterlichen. Mittelalter, was heißt das? Das ist ein Geselligkeitsverein in der Lebensmitte zwischen 30 und 50 Jahren. Für Freizeit, alle Sportmöglichkeiten, die es im normalen Leben so gibt, veranstalten wir in unserem Verein. Wir sind über 300 Mitglieder. Wunderbar, ein paar von den 300 Mitgliedern sind hier. Ich habe gerade Ihren Kollegen gefragt, Club der Mittelalterlichen, eine Gruppe von 30 bis 50-Jährigen, die aber eigentlich nicht nur am Rande stehen müssen, die können auch mitmachen, oder? Ja, wir sind aktiv, ja, bloß die Luft reicht bei uns nicht mehr aus. Mit 42 Kilometer reicht sie nicht? Nee, absolut nicht, aber sonst sind wir sportbegeistert. Zu allen Veranstaltungen gehen wir, ob der Boxen, E-Stuff ist, wir fahren sogar nach Melbourne. Das ist doch wunderbar. Vielleicht fahren Sie sogar im Jahr 2000 nach Sydney, wenn Sie schon nach Melbourne fahren. Ja, wunderbar. Meinte ich, Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber nach kann ich auch verstehen, es ist auch ganz schön anstrengend, hier die ganzen Stunden an der Strecke zu stehen. Sie sind schon seit bestimmt 2 Stunden hier. Die Berliner Olympia-Fans, die darauf hoffen, dass die Kandidatur für das Jahr 2004 dann noch einmal erfolgt. Aber das ist ja noch nicht fest, das steht noch nicht fest. Zurück im Studio. Naja, Thomas, das ist so eine Sache, nicht? Würdest du dafür sein, dass Berlin sich nochmal bewirbt oder wie sollte man jetzt verfahren? Als Sportler würde ich sagen, natürlich. Wir sollten es immer wieder versuchen, so lange, bis wir wieder eine Olympische Spiele in die Bundesrepublik bekommen. Ob das nun Berlin ist, das wird sich zeigen. Wahrscheinlich wird sich auch innerhalb der Bundesrepublik der eine oder andere Bewerber noch herauskristallisieren. Aber ein solches großes Ereignis, ich denke immer noch an München, ist einfach fantastisch. Ob die Stadt Berlin es nun neben Umzug der Bundesregierung, neben erheblichen baulichen Aufgaben im Ostteil der Stadt in der nächsten Zeit schaffen kann, das ist die zweite Frage und das müssen die Berliner selber beantworten. Sie leben hier, sie haben mit den täglichen Baustellen und vielleicht Unzulänglichkeiten zu kämpfen und werden sich ihre Gedanken darüber machen, ob weitere Investitionen in Richtung Bewerbung 2004 getätigt werden sollten. Auf jeden Fall, dieser Marathon 1993 hatte erneut olympisches Format. Wenn alles so gelaufen wäre in der Berlin-Bewerbung, ich glaube, dann wären die Chancen größer geworden. Hier ist der Zieleinlauf vom Sieger, vom Südafrikaner Xolile Saba. Ja, hervorragend. Er spurtet hier nochmal, obwohl er weit vor seinen Gegnern ist. Hat sich das Rennen sehr gut eingeteilt, hat ein bisschen davon profitiert, dass sein Landsmann David Zebe zwischenzeitlich das Tempo nicht mehr halten konnte. Der hatte sich schon abgesetzt, ja, war eigentlich schon geschlagen aus, hat sich dann aber nochmal mit dem zweiten oder dritten Wind zusammengerissen und das Rennen nach Hause gelaufen in 2:10:57, also einer absoluten Weltklassezeit, die ihn auch unter die Top 10 in der Jahresweltbestliste bringt. Er war eigentlich Debütant, eigentlich mehr ein Halbmarathonläufer. Nun hat er sich etabliert. Hier sehen wir nochmal das Klassement. Der Marokkaner, also eine knappe Minute dahinter. Das Katscher dahinter, jawohl. Dann der Vorjahrssieger, David Zebe, der ein bisschen Schwächen auf den letzten Kilometern hatte. Deshalb zunächst mal von Saba und dann von Dacia überholt wurde. Ja. Und Alfredo Shahanga war Sieger auch schon mal von 1989, Sieger. Jawohl. Die Shahangas aus Tansania. Bekannt. Karel David als Fünfter, zweimal Wien-Marathon gewonnen. Also schon illustre Namen. Und da muss man Christoph Kopp wirklich gratulieren, dass er trotz der Schwierigkeiten im Budget, Verlust eines Sponsoren, doch noch ein so hervorragendes Feld zusammengebracht hat. Aber das spricht auch wiederum für die Veranstaltung als solche, dass sich der eine oder andere überlegt, es gibt zwar in Berlin vielleicht nicht die super Preisgelder wie in New York oder in London, aber ich laufe hier, weil ansonsten bei dieser Veranstaltung alles stimmt. Und diese Läufer, die laufen zu ihrem eigenen Vergnügen. Die laufen für sich, nur gegen den inneren Schweinehund. Ja, ich glaube noch nicht mal, dass sie so den Schweinehund überwinden müssen. Das sind Leute, die im Laufen Freude und Genugtuung, Erfüllung finden und die diese positiven Empfindungen auch bei einem solchen Marathon umsetzen. Wir sehen immer wieder, wie sie lachen, wie sie winken, wie sie sich freuen, wie sie auch noch korrespondieren mit dem Publikum. Vielleicht nicht mehr auf den letzten 5 Kilometern, aber vorher auf jeden Fall. Das ist wirklich fest, volksfest. Ja, und in Kreuzberg, da wird jetzt gewischt. Da sind die Letzten inzwischen auch durch. Also das beruhigt uns. Kreuzberg haben sie hinter sich gelassen, aber das war ja auch erst so der Kilometer, na so zwischen 16 und 19. Also da war noch einiges zu absolvieren, bis die 42 Kilometer auf dem Kurfürstendamm erreicht sind.
die Reste des Berlin-Marathons 1993. Ja, wir erinnern uns an den Gesprächspartner von Anne Will vorhin. Der hat also noch ein ganzes Stückchen zurückzulegen. Er hat so gerade die Hälfte geschafft und muss sich halt dranhalten, dass ihn das Reinigungspersonal nicht überholt. Die Masse der 17.000 ist am Wilden Eber, Kilometer 36. Und da nicht nur Fröhlichkeit hier bei diesen Zuschauern, bei den Olympioniken, sondern man hat eben ein Bild gesehen, auch bei den Läufern. Da wird mal gewunken, da wird mal ein kleines Schwätzchen gemacht. Und vor allen Dingen, da wird sich nach wie vor verpflegt, denn es hat jetzt keinen Zweck zu sagen, also die letzten Kilometer schaffe ich schon. Das geht alles nach einem genauen Verpflegungsplan, sonst ist es nicht zu machen, Thomas. Sagen wir mal, bei den Spitzenathleten sicherlich. Hier, diese Läufer, die leben sicherlich auch von der Intuition, aber sie wissen, dass sie rechtzeitig mit der Verpflegung anfangen müssen, um nicht plötzlich in ein Loch zu fallen, um eine Mauer zu spüren, um nicht mehr weiter zu können. Und deshalb ist ja auch dafür gesorgt, dass alle 5 Kilometer Verpflegungsstellen da sind, dass man vor allem Getränke aufnehmen kann, aber auch feste Nahrung zu sehen. Die bleiben stehen hier, nehmen eine halbe Banane, einen Becher Wasser, vielleicht Elektrolytgetränk, vielleicht Saft und laufen dann weiter. Ja, und Thomas, eins muss man sagen, neben der Weltklasseleistung, neben dem Weltrekord von Heinz Frey, dem Schweizer, den wir angesprochen haben, im Rollstuhlfahren, war das Ereignis dieses Berlin-Marathons der Frauenlauf. Denn da gab es eine Klasseleistung und auch einen tollen Zweikampf. Richtig, wir sehen hier die Siegerin Renata Kokowska, die das ja schon zweimal bewerkstelligt hat hier in Berlin. Aber diesmal, je oller, je doller, läuft sie mit neuem Streckenrekord durchs Ziel. Wenn das übertrifft, eine Frau hört, also, ja? übertrifft sich selbst um mehr als eine Minute durch einen energischen Zwischenspurt etwa 2,5 Kilometer vor dem Ziel konnte sie sich von ihrer stärksten Konkurrentin Albertina Dias aus Portugal absetzen, die als gute Sportlerin, da Bahnläuferin bekannt war und zu fürchten war, und Renata hat nun einen hervorragenden Sieg mit einer hervorragenden Zeit erringen. Okay, Andreas wartet mit Interviewpartnern am Ziel. Das ist das Schöne an diesem Berlin-Marathon, dass hier auch die ansonsten Namenlosen plötzlich einen Namen kriegen. Zum Beispiel hier Konrad Wilhelm Schulz aus Mecklenburg in der Nähe von Schwerin mit einer Zeit noch unter 3 Stunden. Das ist anständig. Ja, also für mich ist es heute eine Bestzeit. Ich hatte bisher eine 2,55 gehabt, in Rotterdam gelaufen dieses Jahr. Und heute waren es eine 2,52 und vielleicht 30 Sekunden. So genau kann ich das auch nicht sagen. Und bin super zufrieden. Herzlichen Glückwunsch natürlich dazu. Wenn Sie sagen, Sie sind schon in Rotterdam gelaufen, dann kommt es mir fast so vor, als ob Sie ein alter Marathonhase wären. Naja, Marathonhase kann man so nicht sagen. Aber heute war es mein 14. Marathon. Und naja, somit bin ich zufrieden. Ne? Vielleicht ein kleiner Vergleich noch, wenn Sie schon woanders gelaufen sind. Wie gefiel es Ihnen hier in Berlin an der Strecke? Also im Grunde genommen war es ja super, ne? Von der Stimmung her. Bisschen enttäuscht war ich so vom Ostteil, da war ja fast gar nichts, ne? Da konnte man die Zuschauer bald persönlich begrüßen. Aber hier so im Westteil war es ja super. Ja, vielleicht haben die Herrschaften und die Damen das im Ostteil der Stadt gehört. Und vielleicht sind sie dann im nächsten Jahr an der Strecke. Und wir greifen uns vielleicht gleich mal den nächsten raus. Haben Sie vielleicht mal ganz kurz Zeit? Wie war's? Gut. Ich hoffe, dass ich die M60 gewonnen habe. Darf ich mal fragen, weil Sie das schon selbst ansprechen, wie alt Sie sind? 60. 60 Jahre und eine Zeit, auch wenn ich mal da hinten hingucke, unter 55, ganz große Klasse. Sie wollten sogar noch besser laufen. Aber zu viel Ehrgeiz schadet ja auch nur, denke ich. Aber ich bin ja auch schon mit 50 noch 2,28 gelaufen. Was muss man da trainieren, wenn man so eine großartige Zeit in Ihrem Alter noch laufen will? Ja, also die letzten 14 Tage habe ich einmal 177 und einmal 163 Kilometer. Sie sind woher? Aus Peine-Föhrum. Und wie war die Metropole Berlin für Sie? Was war das für ein Erlebnis? Das 10. Mal dabei. Dann freuen wir uns darauf, dass Sie vielleicht... Ich habe schon 6 Mal gewonnen, meine Altersklasse. Herzlichen Glückwunsch. Also wir haben hier lauter persönliche Sieger. Das 7. Mal, dass er seine Altersklasse gewonnen hat. Er weiß es noch nicht. Okay. Vielen Dank und viel Spaß auch beim nächsten Mal. Darf ich Sie mal ganz kurz fragen, Sie auch noch mit einer Klassezeit und mit einer gelben Rose. Was freut Sie am meisten, die Zeit oder die kleine Rose? Eher die Zeit als die Rose. Wie war es bisher für Sie? Also hatten Sie sich auch vorgenommen, unter 3 Stunden zu sein? Denn das sind Sie, ja? Es war hart. Machen Sie sowas leistungsmäßig auch für sich persönlich? Ich mache Triathlon, also insofern, aber wollte ich halt auch mal noch einen Marathon
so gut laufen unter 3 Stunden. Dann wären Sie sogar für den Ironman auf Hawaii möglicherweise eine Starterin, denn das ist ja auch... Mitteldistanz und nicht lange Distanz, aber vielleicht irgendwann mal. Vielleicht der kleine Vergleich, wenn Sie den Triathlon schon ansprechen. Wie ist es, Triathlon oder Marathon? Was ist schwerer für Sie? Kann ich jetzt schlecht sagen. Triathlon macht mehr Spaß als Marathon. Okay, vielen Dank, dass Sie bei uns hier am Mikrofon waren. Und vielleicht der nächste nochmal, haben Sie mal kurz Zeit. Wie war's? Wie war's in Berlin? Es war schön. Ja. Schön. Das Wetter hat toll mitgespielt. Es ist eigentlich ideale Bedingungen. Und das Publikum war auch ganz spitze. Manche haben ein bisschen darüber geklagt, dass der Wind vielleicht zu stark gewesen sei. Wie war's? Man kann sich am Windschatten halten, nicht? Ja. Sie sind auch noch eine Zeit unter 3 Stunden gelaufen und das ist eine fantastische Leistung auf 42,125 Kilometer. Haben Sie sich das vorgenommen oder gehen Sie in so einen Lauf eigentlich mit der Maßgabe rein, auch Hauptsache ankommen? Ja, ich hatte es mir eigentlich vorgenommen. Ich bin im Frühjahr schon mal 2:49 gelaufen in Hamburg und hatte aber wenig trainiert jetzt den ganzen Sommer und da bin ich eigentlich ganz toll zufrieden damit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend in Berlin. Das war es zunächst mal hier direkt aus dem Zielbereich von der Masse und wir gehen wieder. Ja, vielen Dank, Andreas. Jetzt einige Massagen am Wilden Eber. Zwischendurch eine Massage, auch das durchaus gut, notwendig manchmal sogar und überhaupt kein Hinderungsgrund für einen Läufer, dann weiterzumachen. Nein, also wenn der Läufer rechtzeitig erkennt, dass er muskuläre Probleme bekommt und sich dann in physiotherapeutische Betreuung begibt, ist das die bessere Lösung als vielleicht in Anführungsstrichen auf dem Zahnfleisch ins Ziel zu kommen, so wie wir das zu Anfang der Übertragung gesehen haben. Hajo ist da auch in der Nähe, der Hajo Seppelt. Hallo? Ja, ich kann. Ich bin jetzt gerade hier am Wilden Eber, da wo massiert wird. Ich frage mal ganz kurz, schaffen Sie es noch bis zum Ende? Wahrscheinlich nicht, ich habe einen Krampf. Hab einen Krampf, ja. Haben sich das Rennen nicht optimal eingeteilt? Waren Sie nicht gut vorbereitet? Kann ich jetzt noch nicht sagen. Kann ich noch nicht sagen. Ich gehe gleich mal weiter auf die andere Seite. Ich hoffe, ich bin im Bild. Ich weiß gar nicht, wo die Kamera jetzt ist. Ist ein bisschen Chaos hier, aber es geht schon irgendwie. Ganz kurze Frage an Sie. Eine Banane liegt vor Ihnen. Die brauchen Sie jetzt zur Stärkung. Hat nicht gereicht heute die Kraft, oder was? Ja, die Kraft schon, aber mir tun die Beine weh, ganz einfach. Haben Sie sich nicht optimal vorbereitet? Nein, wir hatten vorhin eine Zerrung und das merke ich jetzt eben. Wenn man eine Zerrung hatte eine Woche vorher, sollte man vielleicht sagen, ich laufe nicht mit beim Berlin-Marathon, oder? Richtig, aber wenn man sich ein Vierteljahr darauf vorbereitet hat, dann ist das so eine Sache, ja. Ja, das kann ich verstehen, denn das ist ja ein großes Erlebnis. Ich glaube, auch wenn Sie jetzt nur knapp 36 Kilometer absolviert haben, es war trotzdem eine tolle Sache, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich werde auch durchlaufen noch. Beim nächsten Mal